Hallo und willkommen zu meinem zweiten Video hier. Diesmal mit der Zusammenfassung von dem Spiegel Magazin und zwar zum Thema Spielen macht klug, beziehungsweise Spielen macht klug, doch, war richtig. Und zwar möchte ich jetzt als erstes mal kurz zusammenfassen, was mir persönlich daran gefallen hat und was nicht. Was mir nicht gefallen hat, war alles, was positiv ist an Computerspielen, wurde hochgelobt und alles, was negativ sein könnte, wird so abgetan, als ob es das gar nicht gäbe. Also ob es da keine Negativfolgen dazu geben könnte. Als erstes einfach mal ein paar Zahlen nennen. Und zwar, dass 3 Milliarden Stunden pro Woche die Menschheit im Netz versumpft, verbringt. Und ein Drittel der Deutschen Computerspiele spielt und die Hälfte der USA. Gut, jetzt sind da auch natürlich Spiele drin wie Candy Crush und solche Sachen. Die möchte ich jetzt aber nicht darauf unbedingt weiter eingehen. Steht im Artikel auch, aber nur wie viel Umsatz die machen, warum die so viel Umsatz machen, etc. pp. Also eigentlich relativ uninteressanter Kram. Welche Bedeutung Computerspiele mittlerweile für uns haben, auch kulturell, merkt man ja allein schon daran, dass Computerspiele so angepriesen und gehypt werden wie manche Filme. Nehmen wir zum Beispiel Beyond Two Souls. Die Premiere davon war mit Stars auf einem roten Teppich mit Sekt etc. 3000 Zuschauern. Ja, das ist schon eine ziemlich große Aufmachung dafür, dass es ja nur ein Computerspiel ist. Ja. Und das Wichtige aber an einem Computerspiel ist, dass es so emotional ist. Also jeder, der es gespielt hat, kann es nachvollziehen, wie heftig das einen rauf und auch runterziehen kann. Und jetzt noch zu einem Punkt, den ich eben genannt hatte, was mir nicht so gefallen hat. Zum Beispiel wurde gesagt, dass Computerspiele keine negativen Emotionen hervorrufen können. Also das heißt, Computerspiele steigern nicht das Aggressionspotenzial. Vor allem, wenn Leute alleine spielen, kämen gar keine Aggressionen auf. Und wenn sie dann auch noch Multiplayer spielen, dann würde sogar das Aggressionspotenzial abnehmen. Bitte? Ich weiß nicht, wer hat denn schon mal Mario Kart gespielt? Oder andere Sachen? League of Legends im Multiplayer? Ich glaube, da regen sich mehr Leute auf als über Politik und etc. Aber das ist nicht meine Sache. Ein weiterer Negativpunkt ist auch für mich persönlich, dass gesagt wird, dass Computerspiele auch an der Kasse von McDonald's mittlerweile eingesetzt werden. Und nicht für die Verbraucher, sondern für die Arbeitnehmer dort an den Kassen. Die können direkt vergleichen, wie schnell sie sind und wie viele Fehler sie machen. Daher treten die ein bisschen im Konkurrenzkampf und wären dadurch schneller. Und angeblich auch, wir hätten die bessere Laune. Also das heißt, die wären zufriedener. Ich kann es mir nicht persönlich vorstellen, weil ich auf der Arbeit möchte das nicht haben. Ja, ich weiß, das kann jeder von euch wahrscheinlich nachvollziehen. Das reicht ja schon in der Schule mit den Noten. Da vergleicht man sich miteinander. Und klar, gibt es dann Leute, die es können oder nicht. Und dann ist es sofort wieder eine schlechte Stimmung. Ja, kennt ja jeder von uns. Jetzt aber noch zu ein paar positiven Merkmalen, die der Artikel hatte. Und zwar wurde gesagt, dass Computerspiele in der Schule auch helfen können. Und zwar wurden da sehr, sehr gute Aspekte genannt, weil es gibt Schulen, dort wird das wirklich eingesetzt. Also nicht, dass man so kleine Lernspiele macht, so E-Learning-Sachen oder so ein Kram, sondern wirklich richtig Computerspiele gespielt werden, indem man da mathematische Probleme lösen muss. Zum Beispiel gab es da ein Spiel, wird genannt, da will so ein kleines Volk ein Haus bauen, die sind aber blöd und haben alle Einheiten falsch eingesetzt. Und jetzt mussten die Kinder dann da hingehen und die Einheiten richtig ausmessen und richtig einsetzen, sodass die ihre Häuser richtig bauen konnten. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, also umsetzen, wenn man das jetzt auf die Sims zum Beispiel mal ummünzen würde. Das Interessanteste bei den Sims war ja das Häuserbauen. Danach kam der Sim, vielleicht Karriereleiter hochgestiegen und danach hat man den einen Pool ersäuft oder irgendwo verhungern lassen. Oder, mein Gott, Sims ist ja noch viel schlimmer als jedes Baller- und Computerspiel. Kritisiert man GTA 5 für diese Qualszene und bei den Sims macht man es freiwillig. So, zurück zum Punkt. Bei den Sims kann man ja ein Haus bauen. Und wenn man dann überlegen muss, ich möchte das Haus so und so bauen und dann muss ich auch vorher das mit Hilfe von Winkelberechnungen etc. und Formenberechnungen und Volumen ausrechnen.
Das wäre schon eine ziemlich gute Idee, meines Erachtens nach. Dass es in der Schule wirklich helfen kann, das ist auch überhaupt kein Geheimnis, meines Erachtens nach. Weil Computerspiele suggerieren einen schnellen Erfolg. Erfolge schütten Dopamin aus, was auch in dem Artikel genannt wird. Und Dopamin hilft dem Hirn zu wachsen. Ja, da wird zum Beispiel in einem Artikel genannt, der Frontallappen, der für die motorischen Funktionen zuständig ist, wächst und wird stärker. Das heißt, wenn ich Counter-Strike spiele, soll ich meine motorischen Fähigkeiten besser unter Kontrolle haben. Weiß ich nicht, noch nicht ausprobiert. Des Weiteren soll auch der Parietallappen wachsen, der dafür zuständig ist, mit den sensorischen Informationen zu interagieren. Das heißt, ich sehe oder höre etwas und darauf reagiere ich dann. Ja, auch wieder so ein, also vor allem Ego-Shootern soll das angelastet werden. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine gewisse Wirkung gibt. Aber eben ja, nicht in dem Umfang vielleicht, dass man sagen könnte, oh, das habe ich so und so gemessen. Und auch das anteriore Cingulum soll auch noch beansprucht werden. Und zwar ist das zuständig für die Vermittlung verschiedener kognitiver wie auch emotionaler Prozesse. Was so viel heißt, dass ich gute Erfahrungen in Computerspielen auch emotional positiv bewerte, genauso wie wenn ich aggressiv bin, auch aggressiv mich äußern soll, angeblich. Aber anscheinend machen das Computerspiele ja nicht. Deswegen sind die Informationen in dem Artikel ein bisschen widersprüchlich, meines Erachtens nach. Ja, aber lese den Artikel selber und entscheide dann auch selber darüber. Was mich sehr geflasht hat auch, das waren Spiele wie zum Beispiel Rare Mission. Darum geht es darum, den Krebs zu besiegen. Und das wird vor allem Kindern in Kranken, also in einem Krankenhaus, ich glaube in der Essener Uni war das, sollen Kinder dieses Spiel spielen, damit sie besser mit ihrer Krankheit umgehen können. Das heißt also, sie besiegen den Krebs virtuell im Computer und haben so eine Art Placebo-Effekt, um sich dadurch besser zu fühlen. Das finde ich eine super gute Sache. Es lenkt erstmal ab. Zweitens visualisiert das den Gegner, also den Krebs. Und man kann sich eventuell wirklich auf die Heilung dann in dem Moment konzentrieren. Also ich bin schon der Meinung, dass das funktionieren könnte. Emotionaler dagegen ist noch das Spiel Dragon Cancer. Es geht wirklich darum, dass ein Vater versucht, seinem extrem krebskranken Kind den Krebs zu erklären, was das ist. Und in dem Fall erklärt ihm eine Geschichte mit einem Ritter und einem bösen Drachen. Der böse Drache ist der Krebs. Und das finde ich so emotional heftig. Ja, also ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Also ich werde mir das Spiel irgendwie organisieren. Ja, und ich freue mich, freuen ist irgendwie das Falsche, aber ich bin sehr gespannt darauf, was dabei rumkommt. Also ich glaube, das nimmt einen schon extrem mit. Eine sehr positive Sache in dem Artikel fand ich wirklich, dass Computerspiele mit anderen Freizeitaktivitäten verglichen werden. Zum Beispiel, ja, wenn jemand aus der Schule kommt, direkt zum Sportplatz rennt und dort Fußball spielt. Ja, warum ist der nicht süchtig nach seiner Freizeitbeschäftigung als Leute, die nach Hause kommen, sich vor ein Rechner spielen? Als Leute, die sich vor einen Rechner setzen und Computerspiele spielen. Ja, wo ist da der Unterschied genau? Aber ein sehr guter Vergleich fand ich wirklich die Computerspiele mit der Literatur. Ja, es gibt nämlich auch keine Selbsthilfegruppe für Literaturfanatiker. Ja, weil solche Selbsthilfegruppen für Literatur nennen sich Buchclubs. Ja, da geht man hin, um sein Hobby zu frönen. Ja, wie eine Offline-LAN-Party, wenn man das so will. Ja, und dazu wurde ein super geiles Zitat, ich lese das auch gleich vor, in dem Artikel mal genannt, wie Romane im 18. Jahrhundert kritisiert worden sind. Und da kann man ziemlich viele Parallelen zu der Kritisierung von Computerspielen ziehen. Denn dort hieß es nämlich, die Lesesucht würde die Jugend nämlich verderben und aufs Heftigste. So hört, hört. Lesen raube ihre Aufmerksamkeit, schwäche ihren Körper und zerrütte Familien. Die Jugend sei verloren, ohne Rettung verloren. Die Folgen? Unüberwindliche Trägheit, Ekel und Widerwillen gegen jede reelle Arbeit. Ewige Zerstreuung, unaufhörliche Ratlosigkeit der Seele, die nie eine Wahrheit ganz fassen, nie einen Gedanken ganz festhalten kann. Ja, nee, ist klar.
Ganz zum Schluss, das hat mit dem Artikel jetzt gar nichts mehr zu tun, aber es hat mich gerade trotzdem noch extrem geflasht, dass es nicht nur positive Beispiele für Computerspiele gibt, wie Dragon Cancer oder eben hier Remission, sondern auch extreme Negativbeispiele, und zwar war das Plastic Sugary. Das, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, ein Spiel für 9- bis 12-jährige Mädchen zu produzieren, in dem es darum geht, sich Fett absaugen zu lassen und Schönheitsoperationen durchzuziehen. What? Und dann auch noch mit dem Namen von Barbie, also Mattels Barbie, noch drunter zu setzen. Ja, zum Glück wurde es wohl angeblich schon aus den App Stores und den Play Stores entfernt. Und es gibt wohl auch richtig mächtig Krawall noch von Barbie, also Mattel selber. Und auch die chirurgischen Verbände sind da wohl Sturm gelaufen. Genauso wie Eltern, was ich auch extrem verstehen kann. Ich hoffe, die Zusammenfassung war jetzt nicht zu chaotisch, zu durcheinander. Ich habe das jetzt relativ schnell noch gemacht, weil es eigentlich ein bisschen früher fertig werden sollte. Ja, ich hoffe, ihr kamt damit klar. Ja, einfach mal kommentieren, wer es mag, wer nicht. Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer. In dem Sinne, lasst knacken, Leute.